Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie, die Xbox Live Arcade Version. Wir sind hier jetzt mit dem U-Boot. Gehen wir jetzt mal hier rein und machen ein kleines Minispiel. Hast du dich hierher gefunden? Willst du auf meinen Minen schießen? Mit 60 Punkten erhältst du vielleicht einen Preis. Brauchst du Instruktion? Nee, das ist wieder das gleiche wie immer. Fertig! 3, 2, 1 und los! Ja. So, also 60 Punkte brauchen wir. Wir haben mal wieder eine Minute Zeit. Wir müssen hier diese Bomben aus Teil 1 abschießen. Nur heute in anderen Farben. Alter, sind hier viele blaue. So, wir haben es geschafft. Hast du genug Punkte für den Preis gesammelt? Yay! Gut. Also, dann nimm das mal. Wo ist es jetzt? Es ist wahrscheinlich wieder genau unter mir. Nee, da. Ein weiteres Spiel gefährlich? Nee, wir haben keine Zeit. Wir machen jetzt den Endboss, oder? Ich muss schauen. Meiner Regel. Aber jetzt ist mir auch egal. Wir haben leider nur 4. Okay. Irgendwie haben wir ein Problem. Ich glaube, das Pausenmenü funktioniert nicht mehr richtig, weil, seht mal, das U-Boot bewegt sich einfach so. Es bewegt sich einfach random hier. Achso. Ist das normal, dass sich das die ganze Zeit bewegt? Moment. Es bewegt sich nur das U-Boot. So, wir machen jetzt den Boss der Welt. Also, los geht's! Davy Jones spinnt. Hey Banjo, da unten kann ich einen Puzzle noch sehen. Sehen wir mal nach. Oh nein! Fürst von Fuck-Fuck, aufgeblähter Anglerfisch. Was? Wer wagt das Fürst von Fuck-Fucks Ruhe an seinem beengten Schrank zu stören? Oh, wir bringen nur die Post, Fürst Fuck. Lüg mich nicht an, du wolltest meinen Puzzle stehlen. Heimlos an den Bogen aufdrücken, damit ich liegen bleibe. Jämmerlich bei der Flossenschrage verschrumpfe und sterbe, oder? Ja. Dann erwartet dich ein nasses Grab. Oh nein. Wir müssen jetzt hier an der Seite diese Beulen hier abschießen. Was? Oh, er blutet. Oh, meine schönen Beulen. Was ist es? Was ist nicht hier? Er kann auch angreifen. Da ist es. Mist. Ja. Putz. Autsch. Er hat mich aber nicht richtig getroffen. Los. Getroffen. Er ist natürlich auf der anderen Seite, ganz klar. Da ist es. Also ich glaube, so leicht hatte ich es noch nie. Nein. Weg. Ah! Hilfe, ich sehe gar nichts mehr. Schiss. Und schiss. Ganz geschafft. Oh.
Gerät anstatt einem armen blinden Fisch zu schwangen. Mit offenen Augen sehe ich vielleicht besser. Was? Nein, jetzt müssen wir seine Augen treffen. Okay, los. Dreh dich um. Was? Bitte nicht meine Augen. Ja. Wir haben es wieder geschafft. Los, nein. Schneller! Geh weg! Ja, ich stehe genau vor dir, was soll ich machen? Hallo? Dreh dich um, los! Schwarz! Also, du warst ja mal richtig leicht. Das Ganze scheint sich auf den Kopf zu stellen. Ich war wohl das Ende für meine 100-jährige Tiefseetüne. Tja, und hast du noch was zu sagen? Autsch. Lass mich jetzt in Ruhe. Ich brauche eine Pause. Wo ist denn dein Puzzleteil? Genau unter mir mal wieder. Seht es euch an. Es glänzt. Weißt du, wer ich bin? Au! Ja, ich weiß. Fürst von Fuck. So heißt du ja. Also. Leute, ich glaube, ja, jetzt wird es richtig peinlich, denn ich muss jetzt mal in der Anleitung nachschauen, wie es weitergeht. Denn irgendwie weiß ich überhaupt nicht mehr, was ich jetzt tun soll. Wir verwandeln uns erstmal noch zurück, das weiß ich nämlich, dass wir nur mindestens ein Puzzleteil damit holen können. So, wo ist das Viech? Das war in dem lilanen Eingang. Da. Wir haben jetzt 5 Puzzleteile. Was gibt es denn noch für 6? 7? Ah, 8? Fällt mir im Moment nicht ein. Also ich weiß noch, dass wir bei Jolly Roger noch ein Puzzle holen müssen. Dann können wir zwei nicht kriegen, aber dann fehlen immer noch welche. Die fallen mir leider gerade überhaupt nicht ein. Ich muss jetzt leider in meiner selbstgemachten Anleitung vorbeischauen. Ich habe sie heute erst geschrieben. Und du hast schon wieder vergessen. Fundus. So, das haben wir. Durchsichtiger Fisch haben wir. Frohe Vor. Jetzt Film, so, das haben wir. Minispiel U-Boot haben wir. Fische schießen haben wir. Alien Helm? Stimmt, die Aliens fehlen noch. Und. Das. Ah, ja, okay. Das heißt, wir können uns jetzt nur noch ein Puzzleteil holen. Das heißt, wir müssen jetzt. Ja, wir können wieder zu. Ups. Wir können wieder zurück. Zu. Also, jetzt müssen wir nur noch Sachen an der Oberfläche machen. Also, nee, ich meine im Hafen. In Atlantis hier nichts mehr. Wo uns fehlt noch eine Cheetah-Seite. Oder? Ach, keine Ahnung. So. Nehmen wir erstmal noch das Puzzleteil hier. Achso, wir müssen erstmal mit dir reden. Danke, dass du meinen Butterin gerettet hast. Das war doch ein Klacks.
Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Willst du einbrechen, wenn es dann auf Kosten des Hauses? Vielleicht später. Dann nimm wenigstens dieses bescheidene Erbstück. Tanzt nicht auf dem Tisch. Man läuft nur auf dem Tisch, ja? Man tanzt nicht drauf. Außer die Models, die laufen immer auf dem Tisch rum. Vor allem die Frauen, dennoch mit ihren Stöckelschuhen, die sie dennoch anhaben. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Aber, ja. Abends, ich glaube, das ist so manchmal um 11 Uhr. 23 Uhr, ja. Dann kommt meine Nachbarin nach Hause. Zuerst immer mit ihren Stöckelschuhen kommt sie dann die hunderte Stufen da hochgeklackert. So. Dann will sie in die Wohnung. Und dann fällt ihr auf, dass da hinten ist übrigens ein Minjo. Dann fällt ihr auf, dass der Schlüssel, da hat sie den Schlüssel gefunden, dann lässt sie den Schlüssel allerdings fallen. Und das bedeutet dann wiederum, dass sie den Schlüssel noch aufhebt. So, das heißt, sie bewegt sich erstmal wieder mit ihren Klackerschuhen, hat den Schlüssel da endlich gefunden. Dann sperrt sie die Tür noch auf. So, dann ist sie endlich mal drin und zieht sie den Schlüssel noch raus. So, dann macht sie die Tür, schlagt sie einfach zu. Wahrscheinlich tritt sie noch mit ihrem Fuß dagegen. Klack! Und schwarz! Wo geht's hier bitte schon raus? Da. So, und dann sperrt sie auch noch die Tür schon wieder ab. Ja, dann schmeißt sie nochmal ihren Schlüssel runter und dann, das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu dem, was jetzt kommt, ja? Dann macht sie auch noch, wenn sie dann endlich mal sich ausgeruht hat, macht sie eine halbe Stunde später die Waschmaschine an. Das gibt es einfach nicht, da hört man noch die Waschmaschine, ja? Und mein Zimmer ist direkt neben dem Wohnzimmer. Das heißt, die bekommt fast jeden Tag immer Besuch, wenn sie abends... Besuch, wenn sie abends heimkommt. Und deshalb... Hört sich das dann immer so an. So, wir haben jetzt 7 Puzzleteile, ist das richtig? Nicht Jinjos. So, genau. 3 können wir nicht holen, das ist... Das Schwein? Oder? Ja, das Schwein, das Ei und das Flugding. Okay, dann sind wir in dieser Welt jetzt schon fertig. Moment mal. War das schneller als Sex Hexburg? So, 1, 2, 1, tatsächlich. Okay. Ja, ist gut. Badge bewegt sich immer. So, dann war es das in dieser Welt. Sie ist leider schon vorbei. Ich habe mal so gar keine Lust auf die nächste Welt, ja? Die Parts, die kommen ja immer so schnell. Vor allem jetzt die ersten 5 Parts waren es, glaube ich. Am Wochenende kommt immer besonders viel, vor allem samstags. So. Schaffen wir. Ja, okay, dann bereiten wir in diesem Part noch alles für die nächste Welt vor. Und im nächsten Part gehen wir dann schon in die nächste Welt. Pterodactylus Land. Eine Dinosaurierwelt. Oder eine Urzeitwelt, sage ich mal. So, sie ist ja schon offen. Wir müssen jetzt. Mache ich das jetzt schon? Nein, wir machen es jetzt noch nicht. Wir gehen einfach mal weiter. Ne, das machen wir jetzt nicht. So, wir müssen nämlich zur Pinienlichtung wieder. Nicht da rein, nein.
So, hier gehen wir jetzt rein. Und in diesem Part gibt es wirklich zwei Endboss-Kämpfe. Nicht in diesem Level, sondern in diesem Part, den ihr jetzt gerade seht. Wir hatten ja eben schon den Twist-Fuck-Fuck. Oh nein, ein weiterer Krabbertunnel. Oh nein, du schon wieder. Wie siehst du denn aus? Ah ne, ja, er wurde ja mit dem Beben bestraft. Wie siehst du denn aus? Klungo, die haben mit Drachen gerissen. Oh nein, nicht du schon wieder. Heron hat gefragt, Klungo muss stoppen auf. Sonst noch mehr Flöge. Von uns gäbe es auch Schläge. Nein, Klungo gewinnt dieses Mal. Hat nur einen Trank dabei. Den blauen wahrscheinlich. Ne, den grünen. Er wird unsichtbar. Clever Klungo trifft niemanden. Ey, wo ist er hin? Was? Und tot. Nö. Schmacklung irgendwie. Er ist einer der wenigen Gegner, der noch aus Banjo Kazooie da blieb. Der Funkel hat am Klungo wieder befiegt. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch Urlaub. Nein, Hören braucht Befehl. Klungo holt sich mehr Spiele ab. Dann arbeitet an deinem Prank. Ja, ja, sonst wird er nämlich an das Monster verfüttert von Grunty. Keine Ahnung, was sie für ein Monster hat. Ich glaube, irgendwie König Zombie-Ling, sage ich jetzt einfach mal. Da sind wir, Ödland. Und hier ist der letzte Move auf der Oberwelt, die letzten Eier. Meine sogenannten Tic-Tac-Eier. Zeitpunkt-Eier. Das ultimative Ei, du jetzt kriegst, geschenkt. Eine tickende Bombe auf... was? Feuer geschenkt? Das ist dann alles! Weggetreten! Achso. So, die Luke aktivieren. So, jetzt kommt wieder das große Entscheiden. Ihr hört nämlich schon, so schnell kann kein Jinjo reden. Oh nein, hier sind zwei Jinjos. Es wird aber leicht. Okay, wir haben ja den nicht schon. Hier, jetzt könnt ihr mal vergleichen. Der ist doch eher rosa, das seht ihr sogar auch. Hier, guckt mal, den Arm, der ist doch... Okay, wir machen jetzt die Eisprobe. So, wir lassen den Jinjo am Leben. Jinjo. Oh nein, er ist wieder frei. Er ist sich einfach frei boxt. Wir machen mal einen kleinen Abstecher in die letzte Welt. Die vorletzte ist es ja. Das Wolkenwonnenland. 9 Puzzleteile fehlen uns noch. Dann können wir hier rein. Diese findet nämlich in den Wolken statt. Diese Welt. Und hier sind die letzten Noten, denke ich mal, oder? Genau! Die letzten Noten. Ey! Was läufst du Depp denn da vorbei? So, da gehen wir im nächsten Part rein. Wir schauen uns hier noch um. So, hier brauchen wir neue Schuhe dafür. Mann, das gibt's doch mal nicht! Jetzt sterb! Das hat gesessen. Komm her. Wir haben ja jetzt noch eine Minute Zeit. Naja, eigentlich nur ein paar Sekunden, aber es ist mir egal. Wir gehen jetzt zum Sparrow Mountain und nehmen uns den letzten Jinjo, der uns noch dort fehlt.
der da eingesperrt ist. So, der ist nämlich da. Hier ist nämlich auch wieder so eine Kazooie-Tür. Schon wieder ein maximal Pikmin-Hilfe. So. Hin und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Part und tschüss.